Hi Leute, ich bin der Robert, bei mir ist der Markus und in der Kamera ist die Claudia. Wir sind heute das zweite Mal bei Fish & More in Siegen bzw. in Muddersbach bei Siegen. Und der Markus hat gesagt, kommt doch nochmal rum. Er hat so viele Fragen bekommen zu seinem ersten Video, das übrigens jetzt etwas über 6 Monate her ist. Also so viele Fragen, weil ja dieses System doch etwas außergewöhnlicher ist, weil es komplett ohne Abschäumer gefahren wird. Und wenn euch das jetzt interessiert, wie auf eure Fragen eingegangen wird, aber auch, was der Laden mittlerweile gemacht hat, dann bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sind im Keller, Markus. Und mir ist aufgefallen, du hast wirklich hervorragende Qualität an lebenden Steinen. Die meisten sagen, sie kriegen nichts Gescheites. Wie kommt's? Ja, da muss ich wirklich sagen, die Aussage, die ist Quatsch. Also wir haben selbst in der Zeit, wo Lockdown war, ich glaube insgesamt 2 Lieferungen bekommen. Man muss einfach mehr dafür bezahlen. Aktuell haben wir etwa 1000 Kilo vorrätig. Ich habe da jetzt etwas gehamstert, weil natürlich kein Mensch weiß, welche Sachen sich die Regierung jetzt wieder einfallen lässt. Bevor es nachher wirklich mal irgendwann nichts gibt, haben wir einfach jetzt die Becken voll. Da, wo du jetzt gerade reingreifst, das ist von letzter Woche noch, da hatten wir nochmal 400 Kilo nachgekauft. Und das wird jetzt die nächsten 1-2 Tage auch rüber in den großen Kreislauf kommen, weil da auch jetzt mittlerweile keinerlei Schadstoffe, Transportbedingungen mehr abgegeben werden. Ja, es ist auffällig, dass es sehr leicht ist und wirklich toll, toll schon mit Kalkrotalgen bewachsen. Also es ist... Ja. Das finde ich gut. Also da achten wir auch drauf, dass wir beim Wareneinkauf, natürlich auch bei den Lebensteinen, lieber mal 1 Euro mehr ausgeben, weil man bekommt einfach bessere Ware. Und du siehst es ja, die Steine sind wirklich super. Was verlangst du für ein Kilo lebendes Gestein? Also aktuell liegen wir bei 24,90 Euro. Tendenziell muss man aber damit rechnen, dass es teurer werden wird, wenn man vernünftiges und vor allem echtes lebendes Gestein haben möchte. Hat sich das mit den Lockdown und den Folgen daraus auf die, wie sagt man, auf die Frachtkosten ausgewirkt? Ja, also da ist es tatsächlich so, dass die meisten Großhändler oder Importeure einen sogenannten Corona-Zuschlag oder auch höhere Frachtkosten berechnen. Okay. Ich denke, das lebende Gestein wird jetzt spätestens im Winter 2 bis 3 Euro pro Kilo teurer werden. Ja. Was hast du hier drin? Das ist unser Lebenssandbecken. Da wurde eben leider etwas raus abgefüllt, deswegen ist das Wasser jetzt aktuell trüb. Bei uns ist es so, dass wir den Lebenssand selber herstellen und kultivieren. Der ist also im selben Kreislauf drin wie das Lebengestein und auch die große Anlage, damit wir auch entsprechend eine gute Qualität auch an Bodengrund permanent da haben. Cool. So, wir haben jetzt hier die nächste Frage von Sven S. vor 6 Monaten. Er lobt erstmal einen tollen Beitrag, herzlichen Dank. Stärken, Vorteile und Schwächen, Nachteile. Hätte man besser herausarbeiten und besprechen können. Es kommt so rüber, dass damit alles möglich wäre und alles haltbar wäre. Hier sind ganz klar Grenzen gesetzt und das Thema Gasaustausch durch Eiweißabschäumer stattdessen einen sprudelnden Whirlpool im Keller, der hier das Thema übernimmt, hätte man klar erklären müssen. Auch dass durch den Verkauf immer wieder frisches Gestein in die Anlage kommt, welchen den Nährstoffverbrauch stabilisiert und immer wieder neue Bakterienkulturen wie Arachen nachliefern und definitiv Vorteile fürs Becken liefert, lässt sich im Privaten auch nicht realisieren. Die Leistungsfähigkeit des Gesteins wird mit der Zeit nachlassen. Das Thema ist auch nicht zu vernachlässigen. Ansonsten ein toller Beitrag. Jetzt darfst du dazu was sagen. Ja, sehr gerne. Ja, wir hatten ja hier verschiedene Fragen von Sven S. Einmal ging es hier um den Gasaustausch, wo er geschrieben hatte, sprudelnder Whirlpool, damit ist halt das Technikbecken gemeint, wo von oben natürlich große Mengen an Wasser runterrauschen. Genauso wird hier aufgeführt, dass halt immer frisches Lebengestein und so weiter reinkommt. Also ich kann das hier insofern aufklären, wir haben in unserer Anlage, die Lebensteinanlage ist ja mit der Verkaufsanlage verbunden, im Schnitt maximal 10% des Wasservolumens in Kilo an Stein. Das heißt, das ist tatsächlich 1:1 vergleichbar mit einem herkömmlichen Meerwasseraquarium, was jemand zu Hause stehen hat. Und der sprudelnde Whirlpool, eigentlich muss ich da wirklich sagen, das ist nichts anderes wie die starke Oberflächenbewegung durch Strömungspumpen.
Weil wenn wir mal alleine hier unten in die Steinanlage reingucken, die Oberfläche in diesem Becken wird relativ wenig bewegt. Die einzige starke Umwälzung haben wir im Technikbecken selber. Da rast natürlich richtig viel Wasser rein. Demzufolge kann man es schon auch mit heimischen Situationen vergleichen. Dann noch die Aussage, dass die Leistungsfähigkeit des Gesteins mit der Zeit nachlassen würde. Das muss ich ganz klar verneinen. Bei uns ist es hier so, durch die optimalen Halterungsbedingungen, starke Beleuchtung, die Qualität des Lebgesteins wird mit längerer Verweildauer bei uns definitiv besser. Also wir können das bei einigen Steinen gezielt beobachten. Die Kalkrotalgen nehmen zu, der Aufwuchs nimmt zu. Natürlich immer nur so lange, bis der nächste Seeigel ankommt oder ein Fuchs zu sich, weil diese Tiere haben wir natürlich hier in der Anlage drin, die auch die Steine entsprechend schädlingsfrei halten. Dazu gehören natürlich auch verschiedene Fallenfische. Die sieht man jetzt nicht, aber die haben wir hier überall im Kreislauf mit drin, sodass wir auch glasmosenfreie Steine eigentlich permanent anbieten können. So, die nächste Frage war von Acropora Only. Kalkrotalgen bilden sich meist unter künstlichen Bedingungen im Meer, selbst treten diese gar nicht so massiv auf. Wenn die sich nun auf Lebgestein setzen, führt das zum Verblocken. Ein Nitratabbau ist dann oftmals erschwert. Nur weil die Leute immer nach Kalkrotalgen schreien und die Qualität daran festmachen. Die Maße des Schaubeckens sind endgeil. Bitte schön, jetzt du. Ja, also so viel zu den Kalkrotalgen. Also wir haben natürlich in der Lebensteinanlage zahlreiche Seeigel drin, die das immer etwas im Griff halten, sodass ein gewisses Maß an Kalkalgen drauf ist, aber nicht so, dass es zu viel wird. Da muss man natürlich aber auch noch sagen, da wo Kalkalgen wachsen, muss in der Regel die Wasserqualität entsprechend gut sein und man hat keine Angriffsflächen für andere unerwünschte Algen. Also an der Stelle eher ein Qualitätsmerkmal. Eigentlich schon, ja, sehe ich ähnlich. Dann wurde ja auch noch gefragt, wo wir diese Boxen herbekommen. Das sind eigentlich sogenannte Palettenboxen. Die gibt es zum einen bei der Firma Aqualogistik in Mödesee, das ist ein Teichtechnik-Großhändler, oder auch in Wenden im Sauerland bei der Firma BRW Lagertechnik. Okay, das war eine Frage von Classy X, wo es die schönen Palettenboxen gibt. Genau. Wunderbar. Gut. Wir haben jetzt das Glück, dass wir einen Kunden von Fish & More haben, der Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Und ich finde es toll, dass jemand, ich weiß, die Angst vor der Kamera haben immer alle erstmal. Ja, aber ist ein bisschen ungewohnt. Ich versuche die immer zu nehmen, weil eigentlich wir stellen nichts, wir schönigen nichts. Wir wollen einfach nur den Weg wissen. Wie bist du an dein erstes Meerwasser-Aquarium gekommen? Ja, interessante Geschichte. Also den Markus kenne ich schon. Kannte ich im Vorfeld schon über ein Unternehmernetzwerk und BNI. Genau, jawohl. Wir hatten Kontakt so 2-3 Jahre bestimmt, würde ich sagen. Ja. Und ich bin mal an ihm gewesen, habe mir dann angeschaut und habe gesagt, wow, ist eine tolle Sache. Irgendwann melde ich mich und dann machen wir das mal mit dem Aquarium. Okay. Das passiert erstmal gar nichts. Ja. Und letzten Endes haben wir dann Ende letzten Jahres, muss ich zugestehen, meine Frau hat mich immer mehr genervt, die wollte unbedingt ein Süßwasser-Aquarium haben. Gibt's ja hier auch. Gibt's ja hier auch, gibt's genau. Auch. Und dann habe ich gesagt, okay Lena, ich kenne da jemanden, da fahren wir jetzt mal hin, dann guckst du dir mal an, weil ich habe da überhaupt keine Ahnung von und der kann das sicherlich dir super erklären. Und ja, dann sind wir Dezember, glaube ich, letzten Jahres, sind wir dann hier hingefahren und man kommt hier rein, gut, ich hatte es ja schon mal gesehen, links ist die schöne bunte blaue Welt mit dem Meerwasser-Aquarium und ganz am Anfang das Showbecken hier. Ja. Und, da war es ja, vorbei mit dem Süßwasser, ne? So fast. Und rechts halt etwas ja, eintönig von der Farbe, die grüne, ja, Süßwasserbecken. Ja. Und haben dann relativ schnell umgeschwenkt auf ein Meerwasser-Aquarium. Weil einfach die Farbpracht eine ganz andere ist, die Möglichkeiten, ja, da sind. Für mich wäre es nie ein Thema gewesen, wegen der Pflegegeschichte. Und das hat mich echt so ein bisschen davon abgeschreckt. Hast du vorher dich schon eingelesen? Wusstest du schon ein bisschen was über Meerwasser wegen der Technik, die man benötigt? Weil du sagst, ich hätte das ein bisschen abgeschreckt. Ja, also mal grob. Vorher, dadurch, dass ich schon mal hier war, wusste ich, dass das sicherlich aufwendiger ist. Habe auch im Internet mal ein bisschen
gegoogelt. Ich bin aber jemand, der grundsätzlich zu Fachbetrieben auch vor Ort geht und ich kaufe nicht einfach irgendwas im Internet, weil ich davon überzeugt bin, eine vernünftige Beratung, die schützt davor, hier einen riesen Investitionsfehler zu machen. Und deswegen sind wir hier zu Markus. Für mich war es eine riesen Herausforderung dann letzten Endes, weil jetzt ist es eher mein Aquarium als das von meiner Frau geworden. Und ich wollte halt eine fachkundige Anleitung. Es sind halt Lebewesen, die da drin sind, so wie die Korallen, als auch die Fische, und die sollen auch nicht kaputt gehen. Ne? Ja, und die Anleitung haben wir hier bekommen. Man hat uns komplett die Angst genommen. Wir haben einen vernünftigen Pflegeplan bekommen. Auch den Aufbau vor Ort. All diese Sachen wollte ich nicht selber machen, damit auch nichts schief geht. Ja. Ja, und das haben wir dann als Full Service sozusagen in Anspruch genommen. Wir sind also zufrieden mit. Und ich kann das auch jedem nur raten, das als Full Service zu machen, wenn man sich nicht damit auskennt. Aber mittlerweile hast du wahrscheinlich auch genug gelesen, um dich damit beschäftigt, nehme ich an. Ja. Was die Tiere, schon, die Versorgung und so weiter angeht. Darf ich fragen, wie groß ist denn das Becken überhaupt? Es sind 400 Liter. 400 Liter, ja, cool. So eine Größe haben wir auch. Ja. Und macht Spaß? Ja, das macht schon Spaß. Das beruhigt mich immer. Ja, das stimmt. Na, kann man auch, man kann sich da ganz vertieft auch mal eine Stunde vorsetzen und man entdeckt auch immer wieder was Neues, wo man vorher gar nicht wusste, was drin war. Ja. Ist ganz spannend. Ja, finde ich cool. Ja, herzlichen Dank. Sehr schön. Das hast du übrigens sehr gut gemacht mit den verteilten Zetteln. Ich finde es klasse, wir waren hier Schnitzeljagd durch das Geschäft. So, der nächste Frage war Karl Friedrich Lüttke. Sehr schönes Video und toller Laden, Top-Bildqualität. Vielleicht ein bisschen zu viel Dupla und Oase. Ja, da vielleicht die einfache Antwort drauf. Wir haben natürlich die letzten Jahre sehr viel durchprobiert an Wasserpflegemitteln, Filtermedien und so weiter. Wir kommen einfach mit dem Sortiment von Dupla Marin in Ergänzung mit den Produkten von Söll am besten klar. Die sind vor allem für die Endverbraucher sehr gut handelbar und gut zu verstehen und funktionieren auch wirklich prima. Und zur Firma Oase, man muss einfach auch in der Meerwasserszene mal langsam realisieren, die Firma Oase ist wahrscheinlich die weltweit größte Firma, wenn es darum geht, Teichtechnik und Aquarientechnik herzustellen. Das hat kaum jemand auf dem Schirm. Ich vermute mal, dass die Kapazitäten, die die Firma Oase vor allem in der Aquaristik hat, wird wahrscheinlich größer sein, wie von allen Meerwasserherstellern in Deutschland zusammen. Also an der Stelle, Oase ist auf jeden Fall eine Firma, die man da auf dem Schirm haben muss die nächsten Jahre. Eine ganz interessante Frage finde ich, was auch dann die Antwort betrifft, ist von A. Robbe. Frage, was machen Biopellets in sowas hier für einen Sinn, wenn die dadurch vermehrt auftretenden Bakterien als Biomasseträger der Schadstoffe nicht abgeschäumt werden? Bist du dran? Ja, also auf die Frage hatte ich zunächst drunter geantwortet mit dem Wortlaut, warum müssen die dann abgeschäumt werden? Die Situation bzw. die Notwendigkeit hatten wir noch nie. Also bei uns ist das so, die Biopellets, die setzen wir halt zur Unterstützung beim Filter, beim Außenfilter bevorzugt ein. Wir haben aber da noch nie, auch in Kombination mit anderen Filtermedien, irgendwelche Bakterienblüten oder ich sag mal abgestorbenes Material gehabt, was dann letztendlich über einen Abschäumer oder über einen mechanischen Filter rausgeholt werden müsste. Da muss man vielleicht einfach berücksichtigen, dass man in der Regel in einem gut funktionierenden Meerwasser-Aquarium immer nur so viel Bakterien, das heißt schadstoffabbauende Bakterien hat, wie zum einen besiedelbare Oberflächen vorhanden sind und auf der Gegenseite das entsprechende Nährstoffangebot vorhanden ist. Also wenn es da wirklich mal irgendwo schief geht, dann ist es meiner Meinung nach eher, dass da irgendwie was falsch gemacht wurde, Produkte reingekommen sind, die vielleicht nichts im Aquarium zu suchen haben, Pumpe ausgefallen ist, etc. pp. Ja, wenn du anfängst, Bakterien zu vermehren, also das, was man ja bei den sogenannten Wodka oder sonstigen Methoden, fängst du ja an, Bakterien zu füttern, dadurch vermehren die sich und wenn du nicht aufpasst, dann haben sie sich zu stark vermehrt. Ja, das mag natürlich sein, aber der Unterschied bei uns ist einfach, dass wir genau das nicht machen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass wenn man vor allem unerfahrenen Aquarianern solche Dinge in die Hand gibt, da passieren halt Fehler. Und deswegen lassen wir sowas komplett außen vor und deswegen gibt es diese Situation bei uns überhaupt nicht. Sehr schön. So, nächste Frage ist auch, finde ich, sehr, sehr, sehr gut und wichtig.
welches Versorgungssystem du eigentlich anwendest. Also was rätst du den Leuten genau, was er machen muss? Gibt es sowas wie einen Plan? Ich habe gerade gesehen, es gibt einen und da erzählst du uns jetzt was zu, ne? Genau, bei uns ist das so, jeder Kunde bekommt einen individuell erstellten Pflegeplan, passend zur Beckengröße. Da sind alle notwendigen Pflegemittel und Filtermedien, auch Korallenfutter aufgeführt, die halt in regelmäßigen Abständen dem Wasser oder dem Filter beigesetzt werden. Wir arbeiten hier schwerpunktmäßig mit den Produkten von Dupla Marin, das wären Easy Marin, Spurenelemente-Mix, dann Jod 24, Amino 24, Bacta M, Bio-Pellets, von Söll Biostabil, von uns das nitratfreie Konzentrat und natürlich noch, das steht bei uns in der Kühlung, die Baktinetten von Söll und auch das Biokohl. Da sind lebende Bakterienkulturen, die halt im Kühlschrank aufbewahrt werden müssen. Deswegen haben wir die jetzt hier bewusst nicht aufgebaut, weil die dann relativ schnell aktiv werden, wenn das Wasser wärmer wird. Ja, jetzt habe ich aber gerade eine Frage noch dazu. Jetzt haben wir hier eine Pflegemittelanleitung für 400 Liter, also sprich, da weiß der Kunde, was muss er machen, aber er muss doch auch messen, ne? Also ja, jetzt, wenn du den Nitratabbau anfängst und hast eigentlich keins mehr drin, also ist Grundlage auch hier das Messen. Im Prinzip ist das so, wenn jemand mit einem Meerwasser-Aquarium bei uns startet, soll der Pflegeplan dafür dienen, dass man die ersten Monate zurechtkommt. Ansonsten wäre das so, dass der, vor allem der Neueinsteiger eine gewisse Zahl von Pflegemitteln und Filtermedien hat, wo er jedes Mal, wenn er die benutzt, wieder auf die Verpackungsanleitung etc. schauen muss, mühselig ausrechnen muss. Das haben wir hier vereinfacht, also wirklich Plug and Play. Der Kunde guckt auf den Pflegeplan, weiß genau, was muss er machen. Natürlich wird das permanent durch die regelmäßigen Wassertests unterstützt, die ja sowohl auch empfehlen wir zu Hause selber macht. Da benutzen wir von Tropic Marine die Tests, als auch optional zur Gegenkontrolle bei uns in der Firma. Und da können wir dann dauerhaft den Kunden begleiten und auch abwägen, ob einzelne Produkte oder Filtermedien nach einer gewissen Zeit anders dosiert werden können oder müssen, vielleicht sogar abgesetzt werden können. Wir haben ein Phänomen eigentlich bei fast allen Kunden, die sehr dicht an dieser Pflegemittelanleitung arbeiten, dass nach etwa einem Jahr Laufzeit sich eine Limitierung von Nitrat und Phosphat einstellt, sodass da wirklich gewisse Sachen nicht mehr angewendet werden brauchen. Im Gegenteil, man muss sogar sehen, dass mehr Nährstoffe reinkommen. Also die Becken funktionieren sehr, sehr gut damit. Gut, nächste Frage. Übrigens wundert euch nicht, dass wir immer so weit auseinanderstehen. Das hat den Grund, ihr wisst selber welchen Grund. 2020 ist ein komisches Jahr, aber wir wollen uns dran halten. Also die nächste Frage war von JBB Korall. Er schreibt, super schöne Anlage, werde mir auf alle Fälle anschauen, wenn ich wieder im Lande bin. Nur was mir ein wenig aufstößt, ist zu sagen, ja, es geht auch ohne Abschäumer. Sowas lässt sich mit 2 Tonnen Legungsstein und 500 Liter Filtermedium im Kreislauf natürlich leicht sagen. Wasserwechsel wurde gar nicht erwähnt. Bitte nicht falsch verstehen, wie viele hier nicht schlecht machen, aber man muss dann schon sehr differenzieren. Meiner Erfahrung nach ist der Abschäumer immer eine Bereicherung und auch im Urlaub sehr einfach zu handeln. Aber wie gesagt, sehr schöne Anlage. Was sagst du darauf? Ja, das kann ich entsprechend mal aufklären. Also ich habe das extra mal ausgerechnet. Wir haben in dem Kreislauf hier etwa 6500 Liter drin und die Lebenssteinanlage ist im Jahresdurchschnitt immer mit etwa 500 Kilo im Minimum gefüllt. Wenn man das mal auf die Literzahl in unserer Anlage umrechnet, liegen wir im Schnitt bei etwa 8% des Wasservolumens in Kilogramm Lebengestein. Das ist weniger, wie die meisten Kunden im Aquarium zu Hause haben. Da sagt man immer so als Empfehlung 10% des Beckeninhaltes in Kilogramm an Lebengestein. Das wäre hier also, wären das mindestens 650 Kilo im Jahresdurchschnitt. Das heißt, da liegen wir schon drunter. Deswegen kann ich die Aussage an der Stelle schon mal entkraften. Dann die Aussage mit dem Abschäumer. Mein grundsätzlich, das muss jeder selber wissen, ob er den benutzen möchte. Wir haben das halt über viele Jahre ausprobiert und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es keinen Sinn macht. Also weder bei uns noch in den Aquarien unserer Kunden. Man muss natürlich immer darauf achten, dass man die Aquarien nicht überbesetzt. Das sollte man allerdings auch bei einer Benutzung des Abschäumers genauso wenig machen. Deswegen, aus eigener Erfahrung kann ich da sagen, wir brauchen die nicht. Ja, und beim Wasserwechsel hattest du ja geschrieben, dass du ja genug Durchlauf hast, du machst entsprechend keinen,
aber deine Kunden, die machen einen. Ja, also das Thema Wasserwechsel, wir haben natürlich hier einen relativ großen regelmäßigen Abverkauf. Wir packen auch recht viel Wasser mit in die Beutel rein. Die Tiere werden alle mit Sauerstoff dann eingepackt. Dadurch geht natürlich schon immer viel Wasser hier raus, sodass wir täglich hier relativ viel Wasser nachlaufen lassen müssen. Wir machen ein- bis zweimal im Jahr, gehen wir auch mit einer Mundglocke schon mal durch den Bodengrund, um dort einfach verschiedenen Dreck auch mit rauszusaugen. Dann ist es natürlich so, dass wir auch mal schnell, ich sag mal, 1000 Liter oder 2000 Liter hier nachfüllen. Aber das kommt dann eher ein- bis zweimal im Jahr vor. Bei den Kunden, da geben wir grundsätzlich die Empfehlung raus, dass man die ersten Monate einmal in der Woche 10% Wasser wechseln sollte, einfach um das ganze System schneller zum Laufen zu bringen. Und da ist es in fast allen Fällen so, dass mit fortschreitender Laufzeit des Aquariums unter Berücksichtigung der Wassertests, die im Idealfall wöchentlich gemacht werden, auch die zeitlichen Abstände größer werden können. Also wir haben da tatsächlich auch Kunden, die das nur einmal im Monat noch machen, dann aber vielleicht mal statt 10% auch mal die 15% oder 20%. Sehr schön. Und ihr macht tatsächlich euren Sand auch immer sauber, ja, ne? Ja. Ja, ja, ich habe das ja auch gerade noch gesehen. Also regelmäßig wird der Sand gereinigt, damit der Dreck nicht im Aquarium ja bleibt. Also mit Reinigen in dem Sinne, mit Mullabsaugen maximal zweimal im Jahr. Aber das macht schon Sinn, weil einfach durch Fütterung gewisses Sediment entsteht und sich dann im Boden entsprechend ablagert. Hast du eigentlich, fällt mir jetzt gerade ein, ergänzend noch, hast du eigentlich auch schon Probleme gehabt mit Cyanobakterien? Ja. Also sprich, kann man jetzt nicht sagen, ja, gibt es bei euch nicht, also gibt es bei dem System nicht, sondern gibt es auch. Also Cyanobakterien kommen überall vor, also auch bei uns haben wir die schon mal, was manchmal spannend ist. Wir haben ja hier relativ viele Becken und in 30 Becken ist nichts und im 31. bei gleicher Beleuchtung, gleichen Wasserwerten auf einmal Cyanoalgen drin. Ja. Hier ist es allerdings so, dass das meistens nur eine Sache von wenigen Tagen ist, dann sind die von selber weg. Was mir da aufgefallen ist die letzten Jahre, da muss es einen Zusammenhang geben, dass in der Zeit, wo viel Blütenstaub unterwegs ist, immer eine Zunahme von Cyanoalgen sowohl bei uns als auch bei Kunden. Ich habe das auch schon von anderen Händlern gehört, dass da auch der Eindruck entstanden ist, dass in dieser Zeit einfach mehr Cyanoalgen wachsen. Genauso gibt es auch Leute, die sagen, wenn Gülle gefahren wird, da gibt es auch der Wechsel von Sommer zum Herbst oder umgekehrt. Man steckt nicht drin. Genau. Super. Prima. So, wir sind jetzt vor dem kleinen Schaubecken von Markus und machen mit den Fragen weiter. Wie gesagt, ich kann es euch nur sagen, der Markus hat den ganzen Laden gepflastert mit euren Fragen und hat gesagt, er will die alle einzeln beantworten. Also nicht wundern, das Video wird sehr lang. Okay, ich komme jetzt, Jürgen Michaelsen hat geschrieben, hallo Robert, tolles Video mit sehr interessanten Alternativen. Eine Frage, hast du in den kleinen Demobecken eine Zuführung von Osmosewasser gesehen? Ich konnte im Video nichts erkennen. Es ist ja wegen der Filteranlage ein geschlossenes System. Markus, du. Ja, also wir haben hier bei uns im ganzen Betrieb grundsätzlich keine Nachfüllanlagen im Betrieb. Das heißt weder für Osmosewasser noch für andere Sachen, weil wir in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatten, sei es Störungen oder halt auch fehlende Zuverlässigkeit. Im Prinzip ist es hier relativ einfach. Wir haben drei eigene Kreisläufe, das ist einer von den drei. Wir haben die große Fisch- und Lebensteinanlage und die Anlage hier vorne mit diesem Schaubecken. Und da zwei-, dreimal die Woche eben die Salzdichte zu checken und dann manuell Osmosewasser nachfüllen, das ist kein Hexenwerk, deswegen machen wir das hier manuell und verzichten auf die. Hier ist ja das Becken offen, also zum Beispiel. Ja. Da ist wahrscheinlich die Verdunstung etwas höher als in den geschlossenen Systemen. Ja, schon, aber das ist ja kein Problem, weil zum einen, wenn die Salzdichte einmal richtig eingestellt ist, hier wird ja kein Wasser rausgeholt, das heißt, wir verkaufen hier nichts raus. Sieht man ja, wenn jetzt die Linie hier oben fällt, aha, dann muss jetzt wieder Osmosewasser rein. Das heißt, wir können hier auch nachfüllen, ohne dass wir den Salzgehalt vorher messen. Okay, also ihr macht das manuell. Richtig. Danke. So, die nächste Frage war von Tobias G. Und die geht in die Richtung, in der ich auch grundsätzlich schon gedacht habe, das wird die Frage sein. Und zwar, eure Aquaristik richtet sich an die einfacheren Leute, also die nicht mit den super High-End-Korallen rumlaufen, sondern die ganz normale, herkömmliche Aquaristik.
Ja, das kann man eigentlich so schon sagen. Ich würde jetzt aber dieses, ich sag mal, einfacher nicht so kann man sich drüber streiten, ne? Ja, das ist so ein bisschen abwertend eventuell. Also wir haben schon sehr, sehr viele extrem anspruchsvolle Kunden bei uns im Betrieb, die auch wirklich extrem viel Geld teilweise ausgeben, was mit Sicherheit so das ein oder andere Steinkorallenbecken vom Budget durchaus überschreitet. Das sind schon, ich sag mal, die Dinge, die wir anbieten, sind so, dass die im Gesamtpaket sehr, sehr gut funktionieren und sehr abwechslungsreich sind. Das heißt, wir haben auch, wie man das hier sehen kann, unterschiedliche Korallen drin, von Kleinpolypigen, Großpolypige, Lederkorallen und so weiter und so fort. Und wenn wir Lederkorallen verwenden, auch in den Schaubecken, dann auch eher die etwas farbenfroheren oder selteneren. Und man kann zum Beispiel oben links die sehen oder auch da hinten die wunderschöne grüne Lederkoralle. Ja, ja, also es sind schon ein paar richtig schöne Tiere. Also da gibt es ganz tolle Arten, wo ich auch der Meinung bin, dass man nicht unbedingt immer zwingend auf die tausendste ausgefallene SPS-Koralle ausweichen muss. Das ist gar nicht notwendig. Und, ja, aber auch ergänzend vielleicht, es ist ja ein Einstieg. Und das muss ja jeder zum Schluss selber wissen, in welche Richtung er geht. Genau. Also, weil letzten Endes, es ist erstmal eine Basis, die geschaffen wird. Ja. Mit deinem System, du bist Verfechter davon, ich merke, es funktioniert. Es gibt viele Leute, die das jetzt machen und sind Gott froh, dass sie vielleicht nicht diesen riesen Aufwand haben, den manche andere betreiben. Ja, also wir haben natürlich die letzten Jahre sehr viel ausprobiert. Ich bin ziemlich von den kleinpolypigen Steinkorallen weggegangen, weil ich doch im Laufe der Jahre feststellen musste, dass anders als ich vermutet hatte, die Zahl derer, die vor allem diese SPS-Aquarien machen, die auch schön sind, die auch ihre Berechtigung haben, gar nicht wirklich repräsentativ sind für die breite Zahl der Meerwasser-Aquarianer. Also bei uns ist das hier so, dass wirklich der Eindruck entstanden ist, aufgrund der Nachfrage, dass die meisten Leute, die sowas machen, ein einfaches, gut funktionierendes, buntes Aquarium haben wollen. Und das kann man mit einer großen Vielfalt an Lederweichkorallen, LPS-Korallen und auch der ein oder anderen robusten SPS-Koralle ganz gut hinbekommen. Und wir haben da auch das Sortiment entsprechend umgestellt, weil in früheren Jahren, wo wir wirklich eine große Auswahl an kleinpolypigen Steinkorallen hatten, da war kein Abverkauf da. Also das war wirklich eher die Ausnahme. Also die Nachfrage geht tendenziell bei vielen oder fast 100% der Kunden, die wir haben, dahingehend, dass das Korallen sind, die sich bewegen, wie zum Beispiel Gonioporen, Alveoporen, verschiedene Lederweichkorallen, die sich bewegen, die tolle Formen, tolle Farben haben. Und diese Gruppe, die ich persönlich als sehr, sehr groß einschätze, die wird einfach im Fachhandel unterschätzt. Ja, da wird zu wenig angeboten, zu wenig Konzepte, zu wenig Lösungen. Und da haben wir uns halt Gedanken gemacht. Und wir haben da, wie ich finde, ein gutes Konzept auf die Beine gebracht die letzten Jahre. Das hat einen großen Erfolg und es funktioniert. Ja, warum nicht? Also ich meine, ich kann nur immer wiederholen, die Tiere sind, vor allen Dingen das beste Stichwort ist ja die Bewegung im Aquarium. Der ist ja natürlich bei SPS nicht annähernd so, wie wenn du LPS oder auch Weichleder drin hast. Ja, ja. Gar keine Frage. Und es ist halt einfach vielleicht in der Gesamten dann irgendwann schwer, wenn ein Becken einfach zu lastig in die eine Richtung ist, dass man dann mit der anderen Tiergruppe es halt schwieriger hat. Das, also ein Becken stellt sich ja irgendwie drauf ein. Das, ne? Das ist richtig. Wenn du zum Beispiel sehr, sehr viele SPS-Korallen drin hast mit entsprechenden Wasserwerten, die wir übrigens in dem großen Schaubecken vorne auch haben, dann werden die irgendwann die Krusten an dem Mond alle kaputt gehen, weil das Wasser zu sauber ist. Ja. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, vor allem von der Wasserstabilität her, wenn man eine gewisse Mischung hat, weil die schnellwüchsigen Korallen, wozu halt die Leder- und Weichkorallen gehören, die verbrauchen halt auch eine Reihe an Schadstoffen und Nährstoffen. Und das macht sich wirklich sehr bezahlt. Die Becken funktionieren sehr gut und sind sehr, sehr stabil. Ja, ich glaube, das ist ja auch der Tenor, den man immer wieder hört. Es gibt eben Leute, die wollen nicht jede Woche 3 Stunden daran rumdoktern, genau, sondern eine, genau, relativ einfache Stabilität, ja, erreichen. Ne? Also wir hören das sehr, sehr oft, dass Kunden, die mit unserer Hilfe umgestiegen sind, mit dem gleich großen Aquarium, wo früher Süßwasserfische drin waren, unter Umständen weniger Arbeit und Zeitaufwand mit dem Meerwasser-Aquarium haben, wie früher mit dem gleich großen Süßwasserbecken. Das hören wir also regelmäßig. Vielleicht auch dank unseres Pflegeplans. Ja, ich denke schon, dass sowas, also
ich glaube schon, dass das, wie soll ich das jetzt sagen, ich glaube, dass es Kunden gibt, die arbeiten sich da richtig rein vorher, die kaufen sich 5 Bücher, die lesen alles durch, die gucken in Foren. Und es gibt eben Kunden, die sagen, ich suche mir einen, der sich damit auskennt. Und wenn es ein schlüssiges Konzept gibt, wie du das jetzt mit deinen Kunden ja im Prinzip praktizierst, gibt es ja nichts Besseres, wenn der Kunde sagt, hier, was soll ich denn noch mehr machen? Alles hat geklappt, ja. Ich kenne mich aus, ich füttere, ich weiß hinterher, was muss ich tun? Also sprich, der Wechsel der Filtermedien, die Produkte, die reingegeben werden, weil Produkte müssen wir alle reingeben. Genau. Ich meine, KH verbraucht sich Calcium, Magnesium, keine Ahnung, Spurenelemente, vor allen Dingen Jod ist auch noch so ein Riesenthema eigentlich, wo man sagen muss, wenn irgendwann kein Jod mehr drin ist, zucken alle Korallen rum. Manche eher, manche später, aber das meine ich. Also diese Gesamtheit ist, finde ich, wo ich auch ein SPS-Fan bin, aber hochspannend. Ich finde es toll. Also was ich da auch spannend finde, wir haben das, wenn ich jetzt so die letzten Jahre mal Revue passieren lasse, die tatsächlich schönsten Aquarien in den Reihen unserer Kundschaft sind die, wo vorher keinerlei Vorkenntnisse vorhanden waren und wo die Leute vor allem auch die Nase nicht ständig in irgendwelche Foren reinstrecken. Also ich kann wirklich behaupten, aufgrund des Feedbacks, was wir bekommen, und das sind wirklich viele Kunden in den letzten Jahren gewesen, dass je weiter man sich von unserer Pflegeanleitung entfernt, umso größer werden die Risiken und auch die Probleme. Und das ist normal. Also, sobald du anfängst, was zu ändern, kannst du natürlich auch, das eine andere Problem geben. Genau. Also ja, das steht halt schon dafür, dass dann der Weg einer der möglichen ist, absolut. Ich fand es letztes Mal schon spannend und diesmal, spannend ist übrigens eins meiner Lieblingswörter, ich weiß, jeder hat so seine Macken, dass das halt schon auch für mich lehrreich war, auf der ersten Besuch, muss ich schon sagen. Danke. Gut. So. Jetzt sind wir in Siegen-Eiserfeld bei Best Car Wash. Du hast hier 2 Süßwasseranlagen gebaut und irgendwann eine auf Meerwasser umgestellt. Genau, also die 2 Aquarien, die man hier sieht, die sind rein technisch seinerzeit baugleich gewesen, etwa 4 Jahre alt. Wir hatten hier von Back to Nature am Anfang Malawi-Barsche drin und in dem anderen Becken hatten wir die große Amazonas-Rückwand mit Südamerika, Besatz quasi. Und wir haben dann vor einem Jahr überlegt, dass wir im Rahmen des, wir haben ja dieses Projekt am Laufen mit den Firmen Daytime, Back to Nature, Dose Aquaristik und mit uns, wo wir zeigen möchten, dass Meerwasser-Aquaristik einfacher und auch anders möglich ist. Und in dem Zuge haben wir dann hier vorne dieses Becken quasi entkernt, alles rausgeschmissen, haben dann von Back to Nature die Reef-Rückwand reingeklebt mit dieser wunderschönen 3D-Struktur und haben in dem Zuge auch, da können wir gleich mal genauer einen Blick reinwerfen, auch das Technikbecken rausgebaut, die Abflüsse, die Durchbohrung entkernt und haben dann entsprechend 2 große Oase Biomaster Thermo 650 Außenfilter dran installiert, wo dann die ganzen entsprechenden Filtermedien reingekommen sind. Das ist jetzt eine gute Sache, dass du das sagst. Welche Filtermedien sind da drin? Wir haben da von Dupla Carbon Premium drin, von Dupla die Bio Pellets, wir haben Polyballs drin, wir haben Filterschwämme drin, wir haben Silifos drin von Dupla und von Söll den Phosphatbinder. Okay. Also ordentlich ausgestatteter Filter. Genau, genau. Gut. Beleuchtung können wir vielleicht auch mal einen kleinen Blick mit der Kamera reinschwenken. Wir haben hier auch die Daytime Matrix drin, insgesamt 4 Schienen. Da können wir uns vielleicht auch nachher nochmal angucken. Also die Matrix-Lampen, die du verbaust, sind 2 lange, wie sagt man, Paneele drin. Es sind insgesamt 4 Schienen, wo immer 2 voreinander platziert sind. Die sind auch voll bestückt in der Kombination UBW11 und UBW31. Mhm. Okay, ist ordentlich Licht, also sieht gut aus. Was mich am allermeisten interessiert, ist ja tatsächlich die Rückwand. Also ich finde, das ist natürlich, das hat was, aber kostet auch ein bisschen Platz, ne? Ja, man muss schon sehen, diese 3D-Rückwände, die nehmen schon etwas Platz ein. Also man hat, ich sag mal so 5 bis 10, stellenweise 15 cm Hohlraum hinter der Rückwand. Dafür aber eine sehr schöne 3D-Struktur von oben bis unten. Das stimmt, das gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Wir machen da mal auf und da kann die Kamera mal hinterfilmen. So, hier haben wir jetzt den Hohlraum, den du gerade beschrieben hast.
Genau, damit da keine Fäulniszonen entstehen, werden vom Back to Nature da mehrere, das sieht aus wie Lüftungsgitter, platziert. Dadurch kann das Wasser auch hinter der Rückwand zirkulieren und wir haben hier die beiden Oase-Außenfilter so platziert, dass die Ansaugrohre hinter der Rückwand ansaugen, sodass da permanent ein Wasseraustausch stattfindet, wo dann das saubere Wasser von dem Filter wieder ins Aquarium vor der Rückwand ins Aquarium gepumpt wird. Ja. So, während wir jetzt die Fische ein bisschen mit Futter versorgen, möchte ich natürlich wissen, wer kümmert sich um die Anlage? Wahrscheinlich du und nicht der Betreiber. Der ja, also hier handelt es sich um einen typischen Firmenwartungskunden von uns. Da haben wir sehr, sehr viele im Umkreis von 100 Kilometern und drüber hinaus. Die Anlage hier wird 14-tägig durch uns gewartet. In der Zwischenzeit tun die hier eigentlich nur Futter reinwerfen und das war's. Also wir kümmern uns um alles andere. Deswegen muss auch alles fehlerfrei funktionieren, wenig Arbeit machen. Und das konnten wir hier mit der Lösung Oase Außenfilter, kein Eiweißabschäumer, kein Technikbecken hervorragend lösen. Wie läuft es hier mit der Wassernachfüllung bei Verdunstung? Verdunstung haben wir hier relativ gering oder fast gar nichts, dadurch, dass das geschlossen ist. Ja. Das reicht da wirklich aus, wenn wir 14-tägig hier sind und dann Osmosewasser, das sind meistens nur 3-4 Liter, manuell nachfüllen. Okay. Wir sehen jetzt gerade hier im Bild die Lichtsteuerung von Daytime Matrix, die macht jetzt gerade eine Wolkensimulation. Es wird jetzt auch wieder heller. Gerade eben war es etwas dunkler. Das wechselt jetzt hier wieder etwas, kann man sehr schön sehen. Vielleicht etwas zur Auswahl der Korallen. Dadurch, dass das hier relativ wartungsarm sein muss, sind hier in dem Aquarium überwiegend sehr robuste Korallen drin, wo man nicht alle 3 Tage die Wasserwerte testen muss, sondern das muss wirklich so funktionieren, dass wenn wir nach 14 Tagen hier sind, entsprechend Calcium oder Carbonat nachdosieren und ansonsten sollen die einfach wachsen und schön aussehen. Ja, also gut, so viel brauchen ja weiche Lederkorallen jetzt nicht mehr an, oder? Um den Hohn verbrauchen eigentlich nicht. Ja gut, wir haben jetzt hier natürlich auch einige Steinkorallen drin, jetzt nicht die empfindlichsten, aber trotzdem ist es so, dass der KH-Wert, der fällt in der Regel schon auf 5 ab, sodass wir den wieder auf 8 anheben müssen. Und der Kalziumverbrauch, der ist auch sehr ordentlich hier drin. Mhm. Ja, das glaubt man manchmal gar nicht. Ne? Aber ich finde es sehr, sehr geschmackvoll, also mir gefällt es gut. Wahrscheinlich stehen hier auch viele Kunden der Waschanlage, da vorne warten auf ihr Auto, ne? Genau. Das ist so quasi so ein Anziehungspunkt hier, dass wenn die Leute ihre Autos waschen können, häufig sind dann auch die Kinder dabei, die dann währenddessen das Auto in der Waschstraße verwöhnt wird, hier die schönen Aquarien anschauen können. Wir haben ja auch das Süßwasser-Aquarium hier an der rechten Seite noch. Das ist schon ein Anziehungspunkt, ja. Ja, das Süßwasser-Aquarium, das gucken wir uns jetzt dann auch noch gleich an, auf jeden Fall. Ich finde das immer gut. Ist schön für die Kunden, ja. Doch. Ja. Hier bei dem Süßwasser-Aquarium haben wir auch relativ einfache, robuste Fische drin. Bepflanzung wird hin und wieder auch schon mal etwas erneuert, um da auch eine gewisse Attraktion beizubehalten. Wir haben hier Platys drin, verschiedene Regenbogenfische, Salmler, halt so die klassischen Süßwasserbewohner. Und ich finde, dass man hier die 3D-Rückwand fast noch, die kommt noch besser zur Geltung, weil es leer ist. Also weil du jetzt nicht so viel Bepflanzung hast. Und genau. Jetzt gucken bei den Korallen, die wachsen ja sehr stark. Hier hast du da so eine volle Breitseite drauf. Ja, das sieht richtig genial aus. Das ist eine schöne Felsstruktur von Back to Nature, halt hier auch die 3D-Rückwand. Und das Wasser wird hier auch hinter der Rückwand angesaugt und unten im Technikbecken, das können wir uns dann gleich nochmal anschauen, entsprechend gefiltert. Hier haben wir halt ein klassisches Technikbecken. Bis vor einem Jahr war das bei beiden Aquarien noch der Fall. Bei dem Meerwasser-Aquarium haben wir es halt komplett entkernt und rausgerissen, weil es da einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Aber hier beim Süßwasser-Aquarium haben wir verschiedene Filtermedien noch drin. Filterschwämme, Filterwatte, Phosphatbinder, Aktivkohle und natürlich auch Bio-Röhrchen. Okay, überhaupt finde ich, es gibt immer wieder bei mir die Fragen nach Becken ohne ohne Filterbecken, also und dass man sich diesen Part spart. Ich persönlich bin einer von denen, ich habe lieber ein Filterbecken, weil man so viel Zeug mittlerweile hat. Filter mit Kohle, Filter mit Adsorber,
Abschäumer in dem Sinne, ob du den jetzt hast oder nicht. Da hast du den Heizstab und dies und das und jenes. Und viele haben natürlich auch mittlerweile schon Licht unten drunter, wo sie dann Ableger drunter haben. Aber es geht natürlich auch ohne, wie man sieht. Ja, man, ich sag mal, beim Technikbecken hat man vielleicht den Vorteil, dass man relativ schnell und einfach überall drankommt. Aber man muss ja sehen, man verbraucht relativ viel Platz. Dann hat man eine gewisse Feuchtigkeit im Technikbecken. Das führt bei Aquarien mit Holzunterschränken sehr schnell dazu, dass die halt verwittern und im Endeffekt auch kaputt faulen irgendwann. Und man muss auch über die Effizienz der Filtermedien sprechen. Die ist, wenn man die im Außenfilter platziert, einfach deutlich besser, weil das Wasser zu 100% gezwungen wird, da durchzufließen. Und das hat man hier im Technikbecken halt nicht. Das Wasser fließt immer den einfachsten Weg und das ist halt sehr oft am Filtermaterial vorbei, statt mittendurch. Wenn man dazu auch sagen muss, dass man da ja auch bewegt sein sollte, sonst verliert man auch noch Erzeugerkapazität. Ja. Ja. So, wir sind jetzt bei dem kleinen Show-Tank, der separat steht, der letztes Mal auch gut ankam. Und wir haben jetzt das Glück und haben noch einen Kunden, nämlich der Mike. Und der Mike erzählt uns jetzt auch seinen Werdegang, den er hier bei Fisch im Rohr erlebt hat. Gut. Mike, wir haben es uns jetzt gemütlich gemacht. Erzähl ein bisschen was. Du machst das jetzt, glaube ich, seit 2019, Februar, ne? Februar 2019 sind wir hier auf Fisch und Moor gestoßen in der Richtung, weil wir im Prinzip vorher ein Süßwasser-Aquarium hatten in Größenordnung von 300 Liter. Das aufgrund wohnlicher Änderung im Prinzip nicht mehr möglich war, dort wo der Standort war. Und wir uns dann umgeschaut haben, wenn wir schon wieder in ein Aquarium was investieren wollen in der Richtung, haben wir gesagt, wir schauen mal, dass wir vielleicht in die Meereswasser-Aquaristik gehen, weil wir dort das Interesse von uns, von der Familie her, auch viel größer ist, von den Kindern und von der Frau her. Auch meine Wenigkeit, dass wir gesagt haben, wenn, dann können wir es hier komplett nochmal umsatteln. Und wir sind dann hier auf Fisch und Moor gestoßen in der Richtung und haben gesagt, ja, wir machen Meerwasser in der Richtung, haben uns beraten lassen, was hier sehr gut war in der Richtung. Wir haben im Prinzip die Größen der Becken erläutert bekommen in der Richtung und sind dann am Ende bei 400 Liter stehen geblieben, wo wir gesagt haben, das ist für uns die Möglichkeit vom Rahmen her, was auch geht vom Platz her. Welches Maß hat das Becken? Das ist 1,50 Meter in der Länge und wir haben 50 in der Tiefe. Wir haben auch die ganz normale Maß von 50 nach oben in der Richtung. Das Standardmaß in der Richtung. Gut. Aber ist vom Platz her so günstig für uns räumlich gewesen, dass wir es genau dahin packen konnten, wo es auch gepasst hat. Wird es auch getrieben mit Filter? Ja, wir haben den Filter unten in Oase, den 600er, den haben wir drin, was für uns eigentlich auch den Ausschlag gegeben hat, das so zu nehmen. Wir wollten nicht, dass wir unten noch offene Becken haben und so weiter, wegen der Feuchtigkeit in der Richtung. Und dann haben wir gesagt, der Filter, so wie der Oase aufgebaut ist in der Richtung, ist für uns die einfachste Lösung in der Richtung. Auch von dem Handling her, muss ich ganz einfach sagen, wunderbar. Wir haben einen Pflegeplan in der Richtung von Fisch und Moor mit dazu bekommen in der Richtung, wie wir das Ganze handeln können. Das haben wir seit Februar, haben wir das Becken im Prinzip stehen, dann ist es eingefahren. Jetzt ist es praktisch schon in voller Blüte, sage ich mal. Und ich muss sagen, wir sind sehr zufrieden in der Richtung. Wir haben monatlich den Filterwechsel in der Richtung. Einmal im Monat habe ich die Arbeit mit dem Filter. Das ist nicht groß relevant. Da bin ich in 2 Stunden durch, jetzt sage ich mal ganz übertrieben. Und es macht einfach Spaß in der Richtung, weil man merkt auch, dass im Prinzip das Becken wächst. Das ist auch eine Sichtweise, wo ich sage, der Filter ist doch in Ordnung, wo ich sage, es bringt mir was. Dann habe ich meinen Pflegeplan, wo ich dann praktisch täglich meine Substanzen einbringen muss im Becken. So wie einmal zur Hälfte der Woche, wo ich sage, ist etwas mehr an Sachen, wo ich was einbringen muss in der Richtung. Und dann habe ich meine wöchentliche Messung von Wasserwerten, was ich ganz normal habe, damit ich es im Auge behalte. Und das ist der Punkt. Ja gut, ich glaube, das ist ja mitentscheidend, wenn jemand, der jetzt noch gar nichts von Meerwasser weiß, ist ja das erste Mal, oft heißt es, ist kompliziert. Ne? Ja, ist richtig. Aber und es ist nicht kompliziert. Der weil Markus hier nimmt das ja damit, dass er sagt, du brauchst einen Außenfilter. Ja. Und du musst halt, gut, zugeben müssen wir alle, weil wenn Korallen wachsen, verbrauchen die Sachen. Richtig. Sie ziehen das aus dem Wasser raus, also Spurenelemente. Genauso ist es. Das freut mich sehr. Deswegen behalten wir das auch im Auge, dass man sagt, man macht wöchentlich seinen Wasserwert. Dann habe ich schon Möglichkeiten, da zu reagieren sofort. Wenn nicht, ist für mich Fisch und Moor hier immer der erste Ansprechpartner. Ich hole mir jede Woche meine 45 Liter Wasser, die ich 10%ig zum Tauschen brauche.
Und damit habe ich auch ein gewisses Feedback, wo ich sagen kann, ich habe immer Ansprechpartner und wir sind so, dass wir sagen können, ich habe ein Problem, wird sofort reagiert in der Richtung, sodass ich im Prinzip nicht irgendwo langfristig was stehen habe, wo ich sage, es könnte ein Problem geben. Ich glaube, das zeichnet auch so ein Fachgeschäft hier in Siegen aus. Also das ist kein, ich will jetzt nicht einen Großfilialisten da schlechter dastehen lassen, aber ja. Tatsächlich ist es schon so, dass ein Fachgeschäft noch näher auf den Kunden eingehen kann, als wie das vielleicht in einer riesigen Meerwasserabteilung ist von so einem großen Kasten. Das stimmt, die Beratung jetzt, sage ich mal so, ist einfacher in der Richtung. Man ist familiärer, dass man sagen kann, das ist es, genau, du, das richtige Wort. Und dann hat man dieses Du-Prinzip, sage ich mal, ganz einfach. Ja. Und damit kann man sehr gut hier umgehen in der Richtung, wenn man Fragen hat oder zu Fischen oder zu Korallen, ist immer ein offenes Ohr hier, wo man sagen kann, ich habe ihr immer eine Möglichkeit, mir dort Informationen zu holen in der Richtung. Und das ist das A und O jetzt, sage ich mal, wenn man ein Quereinsteiger ist von Süßwasseraquaristik in die Meerwasseraquaristik, sollte man sich nicht scheuen in der Richtung. Man kommt immer eine Beratung in der Richtung und man kommt dort auch weiter. Und das spielt sich nachher Stück für Stück hier ein mit dem ganzen Meerwasser in der Richtung, wenn man auch vorher sagen kann, wer weiß, was das gibt. Aber ich muss sagen, es hat es mir vieles leichter gemacht in der Richtung und wir sind zufrieden, dass wir das so gemacht haben. Ich finde es eigentlich faszinierend. Ich habe gedacht, dass auf das erste Video, was wir mit Markus gedreht haben, dass da sehr viel mehr Kritik kommt, weil in der Meeresaquaristik ist eigentlich der Abschau immer so als das, die Herz-Lungen-Maschine. Ja. Und hier sieht man eigentlich, dass das, ja, das geht auch, aber das geht auch. Ja, ist richtig. Also das finde ich, für mich habe ich da echt gedacht, Wahnsinn, also auch ich habe da wieder was gelernt. Ja, man findet die Balance, dass man sagt, weil man immer... Ja, das eine schließt das andere nicht genauso aus. Genauso ist es, fand ich eigentlich ganz spannend. Das finden wir auch sehr gut gelöst in der Richtung und ist ein geschlossener Kreislauf für uns. Ja. Ich habe nichts Offenes im Prinzip durch den Filter und durch das einfache... auch ein abgedecktes Becken. Ja, wir haben gesagt, ein abgedecktes, wir wollen kein offenes Becken haben. In der Richtung durch Fluktuation oder Wasserverlust und so weiter und so fort. Wir sind so zufrieden. Hat Vorteile, ihr habt keine rausgesprungenen Fische. Nein, haben wir nicht. Das hat man. Wir hatten am Anfang das gehabt, das war eine Grundel in der Richtung, die wir hatten. Das war für uns ein bisschen Schock am Anfang, wo wir gesagt haben, geht doch normalerweise nicht, aber beim Saubermachen in der Richtung hat man Deckel eben offen und mit einmal flupp war sie draußen. Ja. Man hat es nicht mitbekommen. Und früher hat man sich gewundert, oh, hier fehlt doch irgendwo was. Und dann hat man es gesehen. Also es passiert leider immer wieder, dass Fische sich erschrecken. Aber also deswegen ist es ganz gut, wenn es geschlossen ist. Ja, und deswegen haben wir gesagt, das Geschlossene. Und damit ist es eigentlich auch sehr gut gelöst für uns. Super. Mike, vielen herzlichen Dank. Bitteschön. Dankeschön, sehr, sehr Robert. Schön. Danke. Ja. Frage- und Antwortrunde, weiter geht's. Diesmal ging es um eine Frage von Black Tim Check, der zum Schaubecken eine Frage hatte, und zwar, wie viel Kilo Calcium etc. er, in dem Falle du, in dein Schaubecken pro Woche kippst? Ja, also wir haben hier einen Kreislauf von etwas über 3000 Litern und die Korallen, man kann es sehen, die explodieren ja quasi hier in diesem Aquarium. Zum einen liegt es mit Sicherheit an der Daytime-Matrix, die halt ein wunderschönes Licht macht zum Wachstum, aber auch durch die Zugabeprodukte von Duplamarin wird hier wirklich sehr, sehr viel verbraucht. Und wir arbeiten hier, ich habe die hier schon mal hingestellt, um die Carbonaterde anzuheben mit dem Power-KH von Duplamarin. Und für die Calciumversorgung nehmen wir das Calcium-Liquid. Mhm. Und bei dem Calcium-Liquid waren es, glaube ich, 1,8 Liter pro Woche etwa. Und bei dem Power-KH, das war auch schon eine ganze 200 Menge. 200 Gramm, Das wird geantwortet. Ja, das kommt etwa hin. So, was wir... Nächste Frage ist von Cubensis. Cubensis, der schreibt, interessantes Video, dass es auch mit bösen Filterschwärmen und ohne Abschirmer geht, ist toll. Fraglich, bis zu welchem Level bei High-End SPS wohl nicht mehr. Sind wir ja schon drauf eingegangen. Aber da kam eben noch eine zweite Frage und die heißt, wie oft muss der Außenfilter angefasst werden? Ist das vergleichbar mit Süßwasser? In Klammern erst, wenn der Durchfluss stark nachlässt oder alle paar Tage? Wie viel KH, MG, Calcium, Jod etc. stabil gehalten? Habe keine Dosieranlage gesehen. Hat man ja gerade, habt keine. Aber zu dem anderen Punkt noch. Also vielleicht erstmal zu dem Filter. Also grundsätzlich, wie häufig man einen Filter reinigen muss, das hängt immer vom Verschmutzungsgrad ab. Also wenn das Aquarium gerade am ersten Tag neu eingerichtet wird, der Sand entsprechend Trübstoff ins Wasser bringt, kann es sein, dass man nach wenigen Tagen den Vorfilter bei dem Oase Thermo-Außenfilter das erste Mal reinigen muss.
Ansonsten sehe ich da keinen Unterschied zum Süßwasser-Außenfilter. Vielleicht ist es sogar auch so, dass man tatsächlich seltener dran muss. Das Einzige, was wir so die ersten Monate empfehlen, dass man verschiedene Filtermedien, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, alle 4 Wochen turnusmäßig erneuert, zum Beispiel Phosphatabsorber, Filterkohle, halt die Sachen, wo man weiß, dass die im Schnitt nach einer gewissen... Genau. Also ist eigentlich derselbe Arbeitsaufwand wie beim Süßwasser-Außenfilter. Ich habe übrigens ergänzend noch was, gerade Klaus, dein Meerwasserverkäufer, hat mir noch gesagt, dass das jetzt nicht unbedingt immer richtig ist, dass man 1,8 Liter verbraucht, nein, sondern ihr habt auch Phasen, wo deutlich weniger und auch Phasen, wo eben deutlich mehr verbraucht wird. Kann es damit zu tun haben, wenn ihr Ableger macht? Ihr macht ja auch relativ viele Ableger. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich denke, das hängt vielleicht auch etwas mit den Jahreszeiten zusammen. Wenn zum Beispiel die Sonne etwas tiefer steht und wir haben hier die erste Beckenhälfte, da kommt durchs Schaufenster viel Sonnenlicht rein, da ist der Verbrauch manchmal größer. Wenn wir jetzt Ableger machen, dann ist das nicht so, dass wir grundsätzlich mit der Heckenschere durchs komplette Aquarium gehen, sondern beispielsweise, dann ist mal hier vorne die Euphilienkolonie dran, 4 Wochen später mal die Weichkoralle, einen Monat später wieder die SPS, die da hinten irgendwo sitzt. Also die Gefahr sehe ich zum Beispiel bei Dosieranlagen, wenn man kontinuierlich immer dieselbe Menge zufügt, hat man irgendwann eine Über- oder Unterversorgung. Beides kann gefährlich sein. Ja. Also hier ist das so, dass wir von dem Calcium beispielsweise manchmal auch nur 1,5 Liter in der Woche brauchen, manchmal aber auch bis zu 2,5 Liter in der Spitze. Also sind wir wie bei allen Systemen auch beim Messen und danach richtet sich dann ganz wichtig die Zugabe. Steht ja auch wahrscheinlich immer drauf, wie viel Gramm du zugeben musst für so und so viel Liter. Ja. Der Cubensis hat dann ja noch eine Ergänzung gehabt. Dass Aktivkohle alle 4 Wochen fällig ist, Adsorber dürfte ähnlich sein, hast du ja schon ausgeführt. Und er hat geschrieben, dass bei ihm das Süßwasser davor filter ein halbes Jahr hält. Ist dadurch deutlich weniger Wartungsaufwand. Ja, halte ich für ein Gerücht, da muss man natürlich auch definieren, was versteht man unter Vorfilter. Ja. Also Vorfilter im Oase-Außenfilter sind 6 kleine grobe Filterschwämme. Wenn er zu Hause einen Vorfilter hat mit vielleicht 20 Litern Filterwatte oder irgendwas Ähnlichem, ist die Standzeit natürlich viel höher. Also das muss man dann wirklich 1:1 identisch vergleichen, um da eine Aussage treffen zu können. Richtig, das klappt dann so. Das passt so halt nicht. Das aber jetzt zu Cubensis. Cubensis, wenn noch Fragen sind im neuen Video, könnt ihr das ja auch nochmal kommentieren. Ich finde es übrigens toll, dass du gesagt hast, zweites Video und dann gehen wir nur auf die Fragen der, oder hauptsächlich auch auf genau, die Fragen der Aquarianer ein. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zum nächsten Zettel. Ivan RNT. Vorbildlich, bei uns gibt der Händler Kupfer hinzu in die Fischanlagen und dabei sehen die Fische leider nicht so gesund aus. Gut. Ja, also bei uns ist das so, ihr seht das ja hier, wir haben schon immer ganz bewusst die Korallen mit den Fischen zusammen in einer gemeinsamen Anlage, damit der fachkundige Aquarianer, wie der Kollege, der das da auch geschrieben hatte, sofort sehen kann, da ist kein Kupfersulfat drin und wahrscheinlich auch keine anderen Medikamente. Das ist bei uns tatsächlich nicht der Fall. Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass Tiere, die in der Verkaufsanlage unter Medikamenten gehalten werden, die sind einfach empfindlich, die haben Vorschädigungen, die dazu führen können, dass die halt Wochen später noch einfach irgendwann tot im Aquarium liegen. Da verzichten wir komplett drauf. Wir haben eine sehr, sehr leistungsstarke UVC-Entkeimungsanlage von Oase an dem Kreislauf mit 240 Watt. Also Thema Kryptokarion gibt es hier bei uns in der Anlage nicht. Das wird komplett neutralisiert. Die Tiere sind hier wirklich an einem Top-Zustand. Keine Medikamente und entsprechend auch keine Folgeschädigungen. Gut, ja, das ist Kupfer, ist, falls die Leute, die das nicht wissen, Kupfer wird gern gegeben, um eben Pünktchen in den Griff zu kriegen. Ja. Aber geht natürlich nicht in Zusammenhang mit Korallen, weil Korallen sterben. Richtig. Die nächste Frage war von YouSnow. Hallo Robert, könntet ihr vielleicht auch mal auf die Bedürfnisse der Fische eingehen? Ich finde das nicht weniger interessant. Ist eigentlich, warte kurz, eigentlich eine ganz gute Frage, weil tatsächlich bei uns kommen irgendwie immer die Fische zu kurz. Ich habe gerade ein Video in der Pipeline, das zwar das andersrum sieht, aber wenn ich jetzt so an mich selber jetzt überlege, die letzten 2-3 Jahre, tatsächlich immer der Fokus Korallen. Ja.
Deswegen, du bist also jetzt gefragt und du warst für die Fische. Sehr gerne. Also ich erinnere mich noch an deine letzten Worte im ersten Teil unseres Videos, wo du gesagt hast, endlich mal ein Geschäft mit einer großen Auswahl an Fischen. Das ist bei uns eigentlich Standard. Dazu gehört natürlich, dass man nicht nur die große Auswahl anbietet, sondern man muss die Tiere auch im Rahmen der Möglichkeiten einigermaßen artgerecht auch halten. Und dazu zählen halt auch die Korallen, die wir in der Anlage drin haben, die natürlich auch gleichzeitig auch Versteckmöglichkeiten bieten. Wir haben hier sehr viele Höhlen drin, wir haben da Steine mit drin, sodass sich dann auch die scheuen Tiere entsprechend zurückziehen können. Oder auch diejenigen, wie hier unten kann man sehen, die einfach auch eine gewisse Sandhöhe brauchen. Auch das bieten wir dann an. Die Qualität unseres Aufwandes wurde auch in den letzten Jahren immer wieder vom Artenschutzamt und vom Veterinäramt als vorbildlich eingestuft. Also da geben wir uns wirklich sehr, sehr viel Mühe. Und ich denke, das wird man wahrscheinlich nicht überall so vorfinden. Ja, ihr habt auch deutlich mehr Mühe, Tiere zu fangen. Weil ja, sie nicht aber im kargen Becken schwimmen. Aber ich finde, das sollte auch so sein, weil Tiere, die dauerhaft unter Stress stehen, aufgrund fehlender Versteckmöglichkeiten, ja, die werden natürlich auch sehr schnell krank, gehen auf dem Transportweg kaputt, gehen beim Kunden kaputt und das macht einfach keinen Sinn. Die andere Sache, die bei der Thematik der Fische sehr, sehr wichtig ist, die Tiere müssen, bin ich der Meinung, grundsätzlich futterfest sein. Das ist bei uns bei jedem Tier, was hier ausgeht, der Fall. Wir bieten sehr viele unterschiedliche Arten Frostfutter an und ergänzend Trockenfutter von Söll Organics, weil damit wirklich alles komplett abgedeckt wird, was die Tiere brauchen, sodass wir dieses Problem, dass jemand ein Tier kauft und zu Hause durch Verhungern kaputt geht, das gibt es bei uns nicht. Also da geben wir uns wirklich sehr viel Mühe mit. Also, sehr groß geschrieben wird das hier. Ist auch schön, wenn das dann gelobt wird, finde ich toll. Ja, super. Ja. Ja, Leute, es ist soweit. Ich habe den letzten gelben ausgedruckten Zettel. Und zwar, mein lieber Markus, ein Uwe Bonn schreibt, moin, mich interessiert ebenfalls der Außenfilter von Oase. Wie ist die Standzeit der Filtermedien und betreibt ihr zusätzlich einen Abschäumer? Ja, auf das Thema Abschäumer sind wir ja eben schon mehrfach eingegangen, also betreiben wir nicht. Ich habe jetzt hier, können wir mal sehen, das ist das neueste Modell aus dieser Thermofilterreihe, und zwar der Thermo 850, ist eine Vergrößerung zu dem 600er. Und hier habe ich einfach mal so ein paar Filtermaterialien hingestellt, die wir standardmäßig benutzen. Was jetzt hier noch fehlt, ist bei uns im Kühlschrank oben die Baktinette von Söll. Das sind diese Lebendbakterien, macht jetzt keinen Sinn, wenn ich die hinstellen würde. Genau, die kommen halt noch mit da rein. Wir haben hier von Duplamarin Carbon Premium, die Bio-Pellets hatten wir eben auch schon mal drüber gesprochen. Silifos hier in erster Linie, um Silikate rauszuholen, weniger für Phosphat. Dafür haben wir den Phosphatbinder von Söll. Bei dem Vorfilter beim Oase Biomaster setzen wir bevorzugt die gröberen Filterschwämme ein. Im Lieferumfang sind, glaube ich, bei allen Modellen feinere Schwämme, die blauen und die orangenen machen da einfach mehr Sinn, weil man da eine größere, längere Standzeit des Filters hat. Polyballs noch und wie viele Körbe hast du da drin? Unterschiedliche? Hier bei dem sind, glaube ich, 7 oder 8 Stück drin. Also da passt schon relativ viel rein. Plus Filterschwämme sind dann natürlich noch im Lieferumfang auch noch enthalten. Wir können uns auch gerne mal, oder vielleicht ganz kurz zu dem Aquarium hier. Das ist ganz praktisch, dass du da gerade stehst. Okay. Wir haben hier ein Aquarium von der Firma Oase aus der Highline-Serie. Das 400-Liter-Modell, das ist bei uns auch gleichzeitig eins der am meisten verkauftesten Aquarien für Meerwasser-Aquaristik. Wir haben hier eine geschlossene Abdeckung drauf, die kann man jetzt hier so öffnen. Das ist ganz praktisch, wo wir dann hier hinten einen Versorgungsschacht haben für Stromkabel, Rückförderschlauch vom Außenfilter. Da hinten sehen wir eine Bohrung, da wird dann die Ansaugung vom Außenfilter angeschlossen. Und wenn man jetzt hier den Schrank aufmacht, da gibt es hier eine Schublade. Da kommt jetzt der Außenfilter drauf, dann kann man das schön nach vorne ziehen und hat wirklich Ordnung auch im Schrank. Beleuchtung kommt hier auch die Daytime Matrix rein. Die ist also für den Einbau in geschlossenen Systemen sehr gut geeignet, weil die einfach die Hitze perfekt ableiten durch das passive Kühlsystem. Und die Feuchtigkeit macht den LEDs auch nichts aus, sodass man da auch keine Verluste hat. Also das passt eigentlich ganz gut zusammen. Was kostet so ein Becken?
Hast du das im Kopf? Das Becken liegt, glaube ich, bei, ich glaube, ca. 1600 Euro plus Beleuchtung, plus Technik, Einrichtung etc. pp. Gut, dann gehen wir weiter. Wir können uns auch gerne mal so einen Filter mal genauer angucken. Ich habe hier vorne einen Demo-Filter stehen, den kann ich jetzt mal gerade einfach wegnehmen. Ich laufe jetzt mal hier so ein bisschen durch die Kamera. So, den stelle ich einfach mal jetzt hier vorne drauf. Die Kamerafrau nickt schon ganz zustimmend. Jetzt sehe ich gerade hier, da war eben jemand dran. Den baue ich jetzt gerade erst nochmal zusammen. Das ist unser Demo-Filter. Der hat natürlich die letzten Jahre schon gelitten, weil da ständig dran rumgefummelt wird. Aber zum Erklären ist das ganz praktisch. Also bei Oase ist das so, dass die Heizung in Form des normalen Heizstabes immer im Filter verbaut ist. Das hat den Vorteil, sollte der Heizstab mal kaputt gehen, braucht man nur eben diesen nachkaufen und tauscht den einfach aus. Das ist hier oben eingeschraubt. Hier haben wir den Vorfilter, den kann ich eben mal zeigen. Dafür muss man entsprechend verriegeln hier oder entriegeln. Das kann man dann hier wunderbar rausheben. Das ist jetzt der kleinste aus der BioMaster-Reihe, aber um zu zeigen, wie das aussieht, ganz gut geeignet. Hier sind jetzt die feinen Vorfilterschwämme drin. Die tauschen wir halt immer durch die gröberen aus, weil es besser funktioniert. Das Wasser muss dann erst durch den Vorfilter durch. Ich glaube, das gibt es auch in dieser Bauart nur von Oase. Ich denke, die werden sich das auch patentiert haben. Ganz schlau gelöst. Im Prinzip ersetzt dieses Bauteil die herkömmliche Filtersocke oder halt auch den Fließfilter. Und ist halt hier platzsparend gelöst. Das wird jetzt hier wieder so eingebaut, eingerastet. Hier haben wir die ganz normale Schnelltrennverbindung, wie man das bei fast jedem Außenfilter hat. Wenn man das sauber machen möchte, kann man eben die Verbindung hier kappen. Die Schläuche sind dann wirklich verriegelt, die hier oben dran sind, und da läuft dann kein Wasser mehr nach. Was hier auch schön ist, wenn man jetzt den Filter gereinigt hat oder schließt ihn neu an, wir haben dann hier auch direkt die Ansaughilfe. Hier kann man schön drauf drücken, der Filter läuft dann selber voll Wasser. Man wartet eben, bis der vollgelaufen ist, macht den Stecker rein und dann läuft er. Jetzt werfen wir auch mal einen Blick da rein. Der quietscht schon ein bisschen. Der hat halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, unser Demo-Filter. Jetzt gucken wir mal, wie der innen drin aussieht. Hier kann man jetzt sehr schön sehen, ganz normal den Heizstab, den Vorfilter. Bei den größeren Modellen ist das entsprechend alles etwas länger. Ich lege das jetzt mal hier bei die Seite. Hier sind die Filterkörbe jetzt größtenteils leer, weil hier halt auch ständig dran rumgebastelt wird. Wir haben hier, wie bei anderen Herstellern, auch Filterkörbe, die aufeinander gestapelt werden. Was hier auf jeden Fall auch Verwendung findet in unserem System, ist der grobe Filterschwamm, und es gibt noch als feinen Filterschwamm in Orange das Gegenstück, der kommt in den obersten Korb rein. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die hilfreich ist und wirklich Sinn macht. Im Prinzip Außenfilter, wie man aus der Süßwasser-Aquaristik her kennt, mit dem Unterschied: beim Süßwasser dient der Außenfilter in erster Linie der biologischen Filterung. Im Seewasser-Aquarium findet das im Aquarium, im Lebendgestein, im Lebendsand, auf der Rückwand statt. Hier soll der Außenfilter in erster Linie die Filtermaterialien beherbergen, wie Filterkohle, Phosphatabsorber und so weiter. Ja, das unterscheidet sich ja jetzt auch nicht wirklich von den üblichen Berliner- oder Abschäumersystemen, indem man mit lebenden Stein, einem Abschäumer und, halten wir uns fest, Kohle, Phosphatabsorber, Silikatabsorber. Also natürlich kriegt man Silikat vorher schon über die Umkehrosmose raus und über das Harz. Also die Filtermedien sind grundsätzlich dieselben. Ich bin halt nur der Meinung, dass wenn man die in einem Außenfilter wie jetzt hier platziert, wird das Wasser wirklich zu 100% gezwungen, sehr effizient da durchzulaufen, was man ansonsten vielleicht nur in einem Wirbelbettfilter erreichen könnte. Platziert man diese Filtermedien einfach am Technikbecken, in einem Filterschacht, in einem Section, wie auch immer, passiert Folgendes: der Großteil des Wassers fließt dran vorbei. Ja. Also demzufolge ist die Wirkung der Filtermedien relativ schlecht. Richtig, das kann man hier vermeiden. Hier wird es dazu gezwungen, und woanders muss man sich mit dem Wirbelfilter helfen, dass das Material immer in Schwebe ist. Und es ist halt platzsparend, in der Anschaffung kostengünstig. Ja. Also wenn man als Gegenpart, als Alternative Technikbecken, Rückförderpumpe, Eiweißabschäumer etc. pp. sieht,
ist das hier etwa, kann man sagen, ein Drittel der Kosten als bei der Alternative. Genau, was kostet so ein großer, Oase-Filter für so ein 400er Becken? Der große Filter, jetzt muss ich tatsächlich gerade gucken. Vielleicht schneiden wir da gerade. Nein, das können wir doch. Wir sind unter uns. Kannst du das ganz einfach jetzt dann einblenden? 299,95. 299,95. Und jetzt sagen wir mal, die nächsten. Die kleinen Filter fangen allerdings schon bei etwa 185 Euro an. Ja, ich hab die großen. Also jetzt so für ein großes Becken, große Filter. Das ist ungefähr der Preis für einen Abschirmer für so ein System. Ja, kannst du rechnen. Also so kommt auf das Modell drauf an, gibt es auch günstigere, gibt aber auch teurere. Aber du kannst so rechnen, so bei ab 170 bis 400 kannst du da ausgehen. Ja. Ohne, dass man sich Sorgen macht. Die nächste Frage war auch, hast du dazu geschrieben, ein Wort Quatsch. Pascal Feller schreibt, was ist aufwendiger? Abschirmer einmal die Woche entleeren oder regelmäßig Filtermaterial ersetzen? Vor allem die Kosten sind doch beim Filtermaterial langfristig viel höher. Ja, das ist tatsächlich Quatsch. Ich hatte mir das auch in Notiz dabei geschrieben. Also grundsätzlich, jetzt mal unabhängig davon, ob man jetzt einen Eiweißabschäumer benutzen möchte oder nicht, die Filtermedien, die man optional benutzen kann, sind grundsätzlich dieselben. Und die werden ja vor allem immer dann benutzt, wenn man ein Aquarium neu startet. Da spielt das jetzt überhaupt keine Rolle, ob man jetzt einen Abschäumer hat oder nicht. Deswegen da tatsächlich Quatsch. Vom Arbeitsaufwand Reinigen des Filters im Vergleich zum Eiweißabschäumer, da würde ich schon sagen, ist es auch Quatsch, weil das Reinigen bzw. Austauschen der Filtermedien ist in der Regel alle 4 Wochen mal. Ich denke, die meisten Eiweißabschäumer müssen öfters gereinigt werden. Zumindest mal, wenn die neu eingestellt sind am Aquarium, die ersten 1, 2, 3 Wochen ist man immer wieder am Nachjustieren. Das hat man hier nicht. Also der direkte Arbeitsaufwand im Vergleich Oase Biomaster Außenfilter zum Eiweißabschäumer schneiden wir hier definitiv besser ab. Aufgrund der Erfahrung, die wir gesammelt haben. Dein Wort in das Aquarianers Ohr. Sehr gerne. Danke. Ja. Es war lang. Vielen Dank fürs Durchhalten. Wir werden euch natürlich, oder wir haben euch Sprungmarken reingelegt. Sprungmarken nicht, aber zumindest die Zeitangabe. Es waren so viele Fragen und irgendwie Markus hat das wirklich versucht, das sehr ausführlich zu beantworten. Dafür herzlichen Dank. Sehr gerne. Also wir hoffen, dass euch das jetzt auch Spaß gemacht hat, der Umkehrschluss, eure Fragen nochmal in einem persönlichen Gespräch zu beantworten. Ja, das war unser Besuch jetzt bei Fish & More in Muddersbach bei Siegen. Ich bin überzeugt, wir sehen uns bestimmt nochmal von hier. Markus. Mach weiter so, vor allen Dingen deine Fische vorbildlich, muss ich sagen, auch deine Korallen sind ganz toll. Gleich mal gucken, ob wir noch was mitnehmen können. Ansonsten. Ja, schönen Dank für euren Besuch. Ich hoffe, wir haben die Zuschauer nicht so sehr strapaziert, aber es gibt halt sehr viel zu erzählen. Und da wir nichts zu verstecken haben, sind wir natürlich sehr, sehr gerne auf die zahlreichen Fragen eingegangen und hoffen, dass wir die auch umfangreich beantworten konnten und freuen uns natürlich, vielleicht in einem halben Jahr noch mal ein Video machen zu können, weil es gibt mit Sicherheit noch weiteres Interesse und viele neue Fragen. Schönen Dank. Super, vielen, vielen Dank auch.